Okay, also dann freue ich mich sehr. Nochmal herzlich willkommen alle, die jetzt da sind. Heute Abend, ich sage es einfach noch mal kurz, wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen. Wo steht die Bundesregierung bei der Umsetzung der UN-Resolution 1325 Frauen, Frieden und Sicherheit, die in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert oder begeht? Und vielleicht kurz zu meiner Person, was mich damit verbindet. Zum einen leite ich das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Meine Vorgängerin Gitti Henschel war eine der Initiatorinnen, die überhaupt angefangen hat, Lobbyarbeit zu beginnen, damit die Bundesregierung tatsächlich mal anfängt, die Agenda umzusetzen. Da in dem Kontext muss man oder kann man, glaube ich, objektiv kritisch anmerken, dass die Agenda wurde ja 2000 einstimmig im UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Und die Bundesregierung hat sich dann 11 Jahre Zeit gelassen, einen nationalen Umsetzungsplan vorzulegen. Und vielleicht ganz kurz, der Mechanismus ist immer so, jetzt bei diesen UN-Resolutionen, das ist ja Völkerrecht, international verbindliches Völkerrecht, aber also es gibt eine Entscheidung im UN-Sicherheitsrat. Das ist verbindlich, völkerrechtlich verbindlich. Aber ob Nationalstaaten dann sozusagen einen Plan vorlegen, wie sie denn gedenken, das in ihrem Land umzusetzen, ist nicht freiwillig, aber es ist sanktionsfrei, wenn sie es nicht machen. Also wenn sie es nicht machen, gibt es keine Sanktionen. Und deswegen spielt die Lobbyarbeit in dem Zusammenhang wie eine enorm große Rolle auch bei anderen Resolutionen. Das ist einfach der Mechanismus, wie es läuft. Und inzwischen ist die Forschungsliteratur geht eben davon aus, dass gerade bei der Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit, also wenn es um Genderfragen geht, die Lobbyarbeit leider eine extrem hohe, also eine extrem wichtige Rolle spielt, weil sich die Regierungen in aller Regel schwer tun mit der Umsetzung. Und deswegen, damit habe ich auch schon das Stichwort genannt, Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Ich glaube, wir kommen später noch darauf, warum das durchaus kontrovers ist. Ich habe eine ziemlich lausige PowerPoint-Präsentation. Ich bin da nicht so gut drin. Vorbereitet. Ich hoffe einfach, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich hoffe, sie hilft uns einfach, eine Struktur zu bringen. Ich werde jetzt einen Input halten von jetzt noch etwa 10, 15 Minuten. Und dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Aber bevor wir jetzt in meinen Input einsteigen, haben wir zwei Fragen vorbereitet, Herr Oberle und ich. Einfach um zu wissen, wer ist eigentlich, ne, wer sind wir eigentlich gerade, die wir jetzt ins Gespräch eintreten? Und ich würde mich freuen, wenn Sie an der Umfrage, an der kleinen Umfrage teilnehmen. Die erste Frage heißt oder lautet: Beschäftigen Sie sich professionell mit der Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit? Entschuldigung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach jetzt darauf antworten könnten. Aber ich muss Sie. Entschuldigung. Ich muss die wahrscheinlich machen, ne? So. Sorry. Okay. Geben Sie einen Umfragenamen ein. Das geht leider nicht. Ah ja, hier, genau. Absenden. Hat das jetzt geklappt? Genau, da kommen jetzt gerade die verschiedenen Sehr gut, vielen Dank. Ja und Nein Stimmen. Ich weiß nicht, Herr Oberle, können Sie das Ergebnis dann einblenden? Jetzt höre ich Sie nicht.
Entschuldigung. Genau, da kommen gerade noch einzelne Stimmen rein, aber ich glaube, für so ein, genau, wenn Sie auf das Präsentationsfenster klicken, dann geht es wieder weg. Sie müssen noch auf Aha, der okay. Umfrage bleiben, genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Wir haben auf jeden Fall ein Bild schon mal. Ich würde es einfach mal beenden und das Ergebnis heilen. Sehen Sie das jetzt? Ja, ich sehe das jetzt. Also die Mehrheit tatsächlich arbeitet professionell. Aber es ist ungefähr Hälfte, Hälfte, aber eine kleine Mehrheit arbeitet professionell zum Kontext der Agenda 1325. Und auch die Mehrheit findet feministische Außenpolitik, das war die zweite Frage, für gut und eben nicht für überflüssig. Vielen Dank dafür, einfach, dass wir ein bisschen wissen, in welchem Kontext wir arbeiten, was wir voraussetzen können. Wenn viele sich da schon auch professionell damit auseinandersetzen, dann hoffe ich, dass ich jetzt in meiner Präsentation die richtige Mischung an Hintergrund und vielleicht etwas tiefer gehenden Informationen anbieten kann. Also, ich hatte es schon gesagt. Nee, das ist es jetzt nicht. Gott. Moment. Wieso ist das jetzt? Also, ganz kurz zur Geschichte. Das Besondere ist, also das Besondere damals war, vor 20 Jahren, dass tatsächlich diese UN-Resolution Frauen, Frieden, Sicherheit einstimmig, also ohne Veto, durchgegangen ist. Und das war das erste Mal, dass also systematische sexualisierte Gewalt als Mittel des Krieges anerkannt wurde im Kontext des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, im Kontext von Ruanda. Und die Resolution, ich schrumpfe es jetzt sehr, aber verlangt eben, dass die Regierungen tatsächlich sexualisierte Kriegsgewalt systematisch verfolgen und eben auch eine sicherstellen, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Sie verlangt aber darüber hinaus auch, dass sozusagen präventiv, dass eine Geschlechterperspektive in Friedensprozesse einbezogen wird. Das heißt zum einen konkret, dass Frauen Expertinnen an Friedensverhandlungen beteiligt werden, aber dass grundsätzlich Frieden als etwas verstanden wird, was vorbereitet und nachbereitet werden muss und sozusagen im Kontext des Kontinuums patriarchaler Gewalt gesehen werden muss und deswegen die Partizipation, die Teilnahme von Expertinnen grundlegend dafür ist, Frieden nachhaltig zu sichern. Ein ganz wichtiger Punkt auch für die systematische Bekämpfung oder Überwindung von Faktoren, die zum Krieg führen, die auch dann zum Krieg oder zur Krise führen, ist natürlich die Entwaffnung, ist eine allgemeine Abrüstung. Das heißt, die ganze Agenda 1325 hat einen pragmatischen Zugang, hat aber auch einen normativen Zugang. Das ist wichtig, die beiden Ebenen im Blick zu behalten. Moment. So. Geschichte haben wir jetzt. Ich bin meinem Bild immer im Weg. So, ich habe es schon angesprochen. Wie kommt dann sozusagen eine internationale Resolution überhaupt in die nationale Politik, nämlich über einen Umsetzungsplan? Aktuell ist es so, dass die Bundesregierung einen dritten nationalen Umsetzungsplan im Herbst vorlegen wird. Das ist immer pro Legislaturperiode. Und im Moment hat der Schreibprozess begonnen und darauf werde ich nochmal kommen, weil gerade für uns als Lobbyistin war es jetzt sehr, sehr wichtig, in die Diskussion einen Input zu geben in Form eines Policy Briefings, um den Schreibprozess hoffentlich positiv beeinflussen zu können. Das Besondere im Moment ist, dass wir mit Außenminister Heiko Maas einen Außenminister haben, der sich offensiv zur
Agenda 1325 bekennt. Es ist auch der erste Außenminister, der offen und positiv den Begriff Feminismus in den Mund nimmt. Etwa zum Frauentag sagt, wenn es 82 Millionen Feministen braucht, um Frieden zu sichern, dann ist das Not. Dann braucht es eben 82 Millionen. Also wir haben hier tatsächlich einen Unterschied. Ja, vorher bislang war die Frauenfrage halt vor allem, das werden viele von Ihnen, die sich damit professionell beschäftigen, halt vor allem ein Add-on. Ja, also wenn die harten, wichtigen Fragen geklärt sind, wenn die Geldfragen geklärt sind, dann kann man auch nochmal ein Frauenprojekt machen. Heiko Maas hat angekündigt, dass er das anders sieht und auch anders umgesetzt sehen möchte. Seine erste große Chance zu zeigen, was denn eine andere Umsetzung bedeutet, war jetzt im vergangenen Sommer, nämlich wo Deutschland mit dem temporären Sitz im UN-Sicherheitsrat eine Folgeresolution zu 1325 eingebracht hat, mit dem Ziel, normative Lücken zu schließen. Wir als Bündnis oder als Netzwerk haben in einem Policy Briefing davor gewarnt, haben gesagt, die Bundesregierung, Sie sehen das hier, begibt sich im VN-Sicherheitsrat auf gefährliches Terrain. Das ist immer noch, wir müssen in diesen Policy Briefings immer noch von Vereinten Nationen sprechen, weil das ist die internationale Sprache in Deutschland. Sagt natürlich kein Mensch, aber ist halt das Wording. Wir haben davor gewarnt, auch die Gruppe der Zivilgesellschaft, der NGOs in New York hat davor gewarnt, angesichts der Konstellation der Zusammensetzung im Sicherheitsrat, angesichts der veränderten Position der USA in Bezug auf reproduktive Gerechtigkeit, in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, war unsere Sorge oder unsere Befürchtung, dass man jetzt eigentlich nichts gewinnen kann, sondern nur hinter bereits Erreichtes, dass wenige zurückfallen kann. Die Bundesregierung hat das anders gesehen, hat sich anders entschieden, hat die Mahnungen der Zivilgesellschaft weitläufig ignoriert und leider haben wir recht behalten. Wir haben jetzt also eine Situation, dass eine Folgeresolution verabschiedet wurde, die auf Druck der USA kein systematisches Recht mehr zu Schwangerschaftsabbrüchen, selbst nach Vergewaltigung vorsieht. Das heißt, das haben die USA gekippt. Und damit sind wir natürlich einen Schritt zurückgeworfen worden. Das hat uns nicht, also das hat uns als Zivilgesellschaft oder ich, mich als Teil der Zivilgesellschaft natürlich sehr besorgt zurückgelassen. Warum hat das die Bundesregierung so falsch eingeschätzt? Wo ist doch wirklich erkennbar und auch spürbar jetzt endlich mal einen politischen Willen zur Umsetzung der Agenda 1325 gibt? Darüber können wir jetzt vielleicht noch im Anschluss diskutieren, wie es dann zu so einer Fehleinschätzung der USA kommen konnte. Zitat Michelle Müntefering, sie ist die Referentin für Internationales und Frauen an der Seite von Heiko Maas, hatte in einem Taz-Interview dann gesagt, sie waren überrascht von dem Widerstand seitens ehemaliger Verbündeter. Gut. Die zentralen Probleme, die sich jetzt aber ergeben aus der tatsächlich aus der, und das ist uns als Netzwerk 1325 sehr, sehr wichtig. Das eine ist natürlich auf die internationalen Partner zu schauen und festzustellen, dass Shrinking Spaces, dass Diktaturen im Aufmarsch sind, auch wenn wir nach wie vor mehrheitlich Demokratien haben, trotzdem es natürlich einen wahnsinnigen Rechtsruck in der internationalen Gemeinschaft gibt. Das ist immer richtig und valide. Gleichzeitig sehen wir massive Probleme auch in der deutschen Aufstellung, ja, und auch in der europäischen Aufstellung.
So, und wir vermissen und daran arbeiten wir nun jetzt, also die Zivilgesellschaft seit etwa 10 Jahren, ich seit 5 Jahren, daran zu sagen, Leute, wenn ihr eigentlich jede Professionalität in der Umsetzung missachtet, dann wird das nichts werden, das ist ja klar. Ja, also bislang bei dem nationalen Aktionsplan gibt es keine Evaluierungskriterien, das heißt, es wird nicht geklärt, was sind eigentlich gute Maßnahmen, was sind schlechte Maßnahmen, was sind die Kriterien dafür. Es gibt kein Budget. Es gibt keinen systematischen Gender Mainstream, also Kompetenzaufbau in Sachen Gender, geschlechtergerechte Länderanalysen, Reporting, Risikofallabschätzung. Ja, also ich vielleicht als kurze Anekdote, als ich vor 5 Jahren anfing, und ich übertreibe leider nicht, also ich würde mich freuen, wenn ich übertreibe oder wenn ich jetzt zuspitzen würde, aber es war, man saß dann in Runden im Auswärtigen Amt, weil das muss man vielleicht dazu sagen, die UN-Resolution verlangt, dass die Zivilgesellschaft konsultiert wird. Das heißt, sie verlangt von den jeweiligen nationalen Regierungen, dass sie in Dialog mit der Zivilgesellschaft treten. Und in dem Kontext ist dann eben auch das Netzwerk 1325 überhaupt präsent im Auswärtigen Amt und wird da eingeladen. Und die ersten Treffen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht, ja, die reden da immer von Gender. Und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden. Ich dachte, wovon reden die Gender? Was habe ich jetzt? Und bis ich verstanden habe, die meinen Gender. Aber keiner der beteiligten 30 Leute, die da in hochherrschaftlichen Räumen sitzen, war bereit, ein 3-minütiges YouTube-Video sich mal anzusehen, um das Konzept Gender einfach mal überhaupt mal eine Vorstellung davon zu bekommen. Es ist wirklich ernüchternd. Es gibt überhaupt keinen intersektionalen Ansatz. Was heißt Intersektionalität? Intersektionalität bedeutet, dass man mehrfach Diskriminierungen und mehrfach Zugehörigkeiten aktiv in den Blick nimmt. Das heißt nicht die Welt zwischen Männern und Frauen aufteilt, sondern einfach mehr soziologische Kriterien realitätsgerecht in den Blick nimmt. Das findet gar nicht statt. Das ist ein ganz binäres System, Mann versus Frau. Das ist auch längst überholt, aber leider nicht in den Ministerien. Und mir ist das so wichtig, das jetzt hier auch nochmal deutlich zu machen, nicht weil ich jetzt blöd rumonken möchte oder weil ich irgendwie den vielen Leuten, die dafür für eine Verbesserung arbeiten, den Mut nehmen möchte, aber es ist wirklich wichtig anzuerkennen, dass innerhalb der deutschen Institutionen, die nicht unter Geldmangel leiden, es überhaupt kein Gender Mainstreaming gibt. Es gibt keinerlei gesicherte Kompetenz. Und das Thema Geschlechtergerechtigkeit hat keine Relevanz. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum es dann mit der Umsetzung so schwierig ist. Genau, die zentralen Probleme habe ich genannt. Ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Kritikpunkt, können wir auch gerne gleich nochmal diskutieren, ist, dass die Idee von der Agenda 1325 ist eben tatsächlich ein Maßnahmenpaket zu schaffen, das patriarchale Gewalt, die dann eben auch in systematischer Kriegsgewalt, in systematischen Vergewaltigungen, in Konfliktsituationen endet, münden kann, diese zu überwinden. Ja, es ist kein Frauenförderungsinstrument. Es geht nicht darum, in das bestehende System ein paar mehr Frauen zu integrieren. Genau das ist aber das, was die Bundesregierung und auch insbesondere von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, versucht hat, nämlich immer sozusagen, es wird uns auch immer reportet, es wird uns immer berichtet, wie viel mehr Frauen jetzt irgendwo sind. Aber wenn wir dann sagen, ja, aber es geht ja nicht allein um die Teilnahme von Frauen auch, aber es geht ja vor allem um das Einbinden
von Expertinnen, von Expertise, von Geschlechterexpertise, ja, dann ernten wir vielfach Schweigen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass man sich jetzt nicht abspeisen lässt und sagt, ja, okay, jetzt im Militär, im deutschen Militär haben wir jetzt immerhin, ich erfinde die Zahl, das stimmt jetzt nicht, aber irgendwie ein Zuwachs von 7 oder 8% von Frauen außerhalb des Sanitärdienstes in Auslandseinsätzen. Das spiegelt nicht den Geist der Agenda 1325 wider. Moment, genau, das habe ich. Also These 1, grundlegend die meiner Bilanz. Die Agenda 1325 wird zwar gefeiert, aber sie wird nicht umgesetzt. Und ob Heiko Maas daran was äußern, also was ändern wird, ja, obwohl er ja wirklich, also man wirklich der erste Außenminister ist, der überhaupt sich das zum Schwerpunkt genommen hat, das wird sich weiterhin zeigen müssen. Seine erste Aktion sein in New York mit der, ich habe es erwähnt, mit der Formulierung einer weiteren Resolution ist erstmal nach hinten losgegangen. Das wird aber nicht offiziell, aber intern wird das schon auch wahrgenommen, haben wir den Eindruck. Unsere Forderungen sind eben ein systematischer Kompetenzaufbau. Und zwar hier bei uns, ja, weil was in Deutschland generell immer gerne passiert, ne, Rassismus ist immer woanders, Sexismus ist immer woanders. Das stimmt ja auch, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Also wir fordern Gender Mainstreaming, systematischer Kompetenzaufbau im Auswärtigen Amt und in allen verantwortlichen Ministerien zur Umsetzung von 1325. Und da hapert es sehr. Es geht auch um eine Transparenz, es geht um eine politische Kohärenz. Das, was die Bundesregierung kontinuierlich macht, ist, sie werden also in nationalen Aktionsplan listen sie dann zahllose Maßnahmen auf, wo irgendwie Frauen vorkommen. Ja? Und auch um nicht missverstanden zu werden, es gibt natürlich gute Maßnahmen, es gibt gute Projekte zur Frauenförderung. Ich will jetzt nicht Frauenförderung per se in die Tonne hauen. Ich will nur sagen, in dem Moment, wo eine politische Kohärenz fehlt, wo eine Evaluierung fehlt, wo eine Auseinandersetzung damit fehlt, und auch eine Transparenz dazu fehlt, was aus welchen Kriterien wird denn eigentlich als erfolgreich eingestuft und wie werden die Best Practices eigentlich an die gesamten Außenvertretungen gespiegelt? Gibt es, also das ist auch eine unserer Forderungen, gibt es mal eine Zusammenstellung aus Sicht des Auswärtigen Amtes, was hat funktioniert, und das wird dann auch an die ganzen Außenvertretungen systematisch kommuniziert. All das fehlt. Was auch fehlt, ist ein wichtiger Punkt. Die Bundesregierung hat sich ja verpflichtet in den letzten Jahren, vermehrt Geld, und zwar wirklich großes Geld in die Krisenprävention zu stecken, insgesamt. Im Auswärtigen Amt ist da eine ganz neue Abteilung S gegründet worden, immerhin mit, wenn ich das richtig sehe, also legen Sie mich nicht auf die Zahl fest, aber etwa 20 neue Stellen wurden geschaffen. Also da hat man schon richtig gesagt, okay, man nimmt das ernst. Es gibt keinerlei Verbindung zum Gender-Referat, es gibt keinerlei Verbindung bei der Krisenprävention zur Agenda 1325. Und genau diese Verbindungen, diese Querverbindungen, Gender als Querschnittsaufgabe, Genderanalysen als Querschnittsaufgaben, sind natürlich die Voraussetzung für eine geschlechtergerechte Außenpolitik. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, ich spreche immer von geschlechtergerechter Außenpolitik, weil das, was Margot Wallström, die schwedische Außenministerin, vor mittlerweile 6 Jahren in die Öffentlichkeit getragen hat, nämlich dass es um eine feministische Außenpolitik geht, also wirklich um eine systematische Infragestellung von Machtverhältnissen.
Also um Gerechtigkeit herzustellen, davon sind wir in Deutschland ja Lichtjahre entfernt. Also wenn wir jetzt mal aus Gender machen können, sind wir schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt, jetzt versuche ich auch gleich nochmal den Bildschirm zu teilen. Also aus dieser eher ernüchternden Situation haben wir gesagt, trotzdem, wir versuchen die Chance zu nutzen, die Heiko Maas hoffentlich eröffnet. Wir haben jetzt ein 17-seitiges Paper vorgelegt als Verbund von 17 NGOs in Deutschland zur praktischen Umsetzung. Ganz jeden Bullet Point, so, also das, was eigentlich eine Agentur machen könnte, wenn man es denn ernst meinen würde, haben wir jetzt der Bundesregierung vorgelegt. Und es ist positiv aufgenommen worden, zumindest das war erstmal die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Und jetzt ist eben, und wir, die Idee war, dass wir jetzt als NGOs in den Schreibprozess konstruktiv hoffentlich eingreifen, indem wir dieses Policy Paper vorlegen, zur Diskussion stellen, ganz konkrete Vorschläge zur Umsetzung machen, was bräuchte es, damit tatsächlich die Bundesregierung ihre Verantwortung ausreichend übernehmen kann. Wir warten jetzt ab. Der dritte nationale Aktionsplan wird im Herbst vorgelegt werden. Der Schreibprozess, das hatte ich zu Anfang gesagt, hat begonnen. Und jetzt hoffen wir auf Rückmeldung, hoffentlich positive Rückmeldung. Ich sehe jetzt gerade irgendwie, meine Präsi ist so zum Drittel nicht sichtbar oder nicht lesbar. Das tut mir leid. Aber jetzt würde ich mich über Ihre Fragen freuen. Ich höre Sie jetzt. Ah ja, jetzt höre ich Sie. Okay. Genau. Vielleicht nochmal zu den Fragen. Sie können entweder die Hand unten rechts in der Ecke heben oder in den Chat schreiben. Und ich kann mit einer Frage schon losstarten. Es sei denn, Sie möchten wirklich Ihren Bildschirm noch teilen. Das habe ich jetzt nicht mit. Ich probiere das gerade mal, aber wir können ja trotzdem die Fragen antworten, das ist ja kein Problem. Genau, ich würde einfach mal loslegen. Sie haben es ganz oft von wir und die Zivilgesellschaft und von dem Netzwerk 1325 gesprochen. Mhm. Können Sie vielleicht mal sagen, wer das ist und wer da zusammenkommt? Ja, gerne. Also das ist ein loses, das ist das Policy Briefing, ich hoffe, Sie können es sehen. Das ist ein loses Netzwerk. Das ist lose heißt alle, also von großen NGOs wie Medica Mondiale, Care Deutschland, bis UN Women, bis hin zu kleinen, spezifisch zu sexualisierter Gewalt arbeitenden NGOs wie OVEN, Amica, also es ist ein ziemlicher Range, die sich zusammenfinden, um eben gemeinsam an den Konsultationstreffen, die vom Auswärtigen Amt ausgerichtet werden, um da zu wirken. Wir treffen uns meistens in der Heinrich-Böll-Stiftung, nicht immer, aber auch. Also wir stellen da jetzt vom Gunnar-Werner-Institut einfach Ressourcen zur Verfügung. Unter anderem wir, Medica Mondiale, tut das auch, andere tun das auch, aber wir sehen uns da halt besonders in der Verantwortung, weil wir auch etwas mehr Ressourcen haben. Und wir besprechen dann, wir diskutieren dann unsere zentralen politischen Forderungen, versuchen sie dann im Auswärtigen Amt vorzutragen, haben inzwischen in den letzten 5 Jahren, seitdem ich jetzt dabei bin, 3 Policy Papers vorgelegt und versuchen hier eben so konstruktiv kritisch wie möglich einzuwirken. Und Sie sehen vielleicht auch hier jetzt in diesem Policy Paper, das haben wir halt so gegliedert, also hier sehen Sie die Logos, natürlich eine politische Botschaft, wir sind nicht alleine. Dann die Vorbemerkung, Kontext und dann
geht es eben los. Hier sind immer die Empfehlungen, ganz konkret entlang der 5 Säulen der Agenda. Dann haben wir Best Practices aufgelistet. Und das ist eben der Versuch, konstruktiv hier einzuwirken. Hat das Ihre Frage beantwortet? Dankeschön, genau. Und da kommt auch schon gerade eine Frage von einer Teilnehmenden. Ich glaube, das müsste jetzt gehen mit dem Mikrofon. Ja, können Sie mich hören? Ja, hallo. Ja, hallo. Erstmal danke für das Webinar und für Ihre interessanten Einblicke. Mein Name ist Alina Elken, ich bin Studentin an der Universität Bonn und schreibe jetzt gerade auch meine Bachelorarbeit zu dem Thema, wie Deutschland die Resolution umsetzt. Gebe nächste Woche ab, also es passt jetzt super toll für mich. Und meine Frage wäre, Sie hatten ja gerade schon angesprochen, dass Sie über diese Policy Briefings, die Sie schreiben, versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, auf den Schreibprozess. Erstmal, ob Sie noch in irgendeiner anderen Weise Einfluss darauf nehmen können, weil im 2. Nationalen Aktionsplan ist ja auch die Rede von der Konsultationsgruppe. Also, ob das GWI vertreten ist, ob Sie da irgendwelchen Einfluss darauf nehmen können. Und zweitens, ob Sie von irgendwelche Einschätzungen teilen können zum 3. Nationalen Aktionsplan, ob Sie da schon irgendwas wissen, vielleicht gerade in Faktoren wie dem Budget oder dem Monitoring, ob Sie da schon zeigen können. Dankeschön. Ja, danke Ihnen. Also ja, also wir sind selbstverständlich Teil dieser Konsultationsgruppe. Also vielleicht kann ich das nochmal, vielleicht muss ich es einfach nochmal besser erklären. Das, was wir der 2. nationale Aktionsplan, der vor 4 Jahren vorgelegt wurde von seitens der Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amtes, hat zu deutlichen Konflikt geführt. Also wir sind als Zivilgesellschaft, die wir eben eingeladen werden müssen, komplett haben den Saal verlassen, haben gesagt, wir nehmen keine Ownership, das ist so schlechtes Copy-Paste, diese Form von Praktikantinnenarbeit akzeptieren wir nicht. Da sind dann eben 20 Frauen aufgestanden. Das war einigermaßen beeindruckend. Und wir sind dann eben zu Bärbel Kofler, Menschenrechtsbeauftragte, gegangen, zu verschiedenen Parlamentarierinnen unterschiedlicher Fraktionen und haben gesagt, Leute, seid ihr sicher, dass ihr das ernst meint? Weil es halt tatsächlich, es war wirklich ein Praktikant, hat da einfach Textbausteine ungefähr immer die gleichen 3 bis 4 Mal recycelt im ersten Entwurf. Es war wirklich eine Frechheit. Und dann wurde das überarbeitet. Dann wurde da auch von Seiten des Auswärtigen Amtes wirklich Verantwortung übernommen. Es hat aber dann trotzdem natürlich zu Konflikten geführt. Und dann war das Angebot vom Auswärtigen Amt, okay, lassen Sie uns zu den vorgesehenen Gesprächsformat mit der interministerialen Arbeitsgruppe, wo eben das Auswärtige Amt, aber auch das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Frauen- und Familienministerium beteiligt ist. Lassen Sie uns dann noch ein weiteres Gesprächsformat aufsetzen, nämlich die sogenannte Konsultationsgruppe und den fachlich-operativen Austausch, um tatsächlich einfach Kompetenz gemeinsam aufzubauen. Was de facto heißt, okay, wir bezahlen keine Expertinnen, keine Coaches vom Auswärtigen Amt, sondern wir lassen uns von der Zivilgesellschaft unentgeltlich coachen. Haben wir aber gesagt, machen wir. Wir nehmen alles, was geht, machen wir. Und das hat sich, das ist wirklich besser geworden. Da sind zum Teil jetzt und auch gerade seitdem Heiko Maas eben seinen politischen Willen bekundet hat, sind da zum Teil sehr gute Veranstaltungen im Auswärtigen Amt organisiert worden, gerade in den letzten 2 Jahren. Einschätzung zum 3. nationalen Aktionsplan kann ich Ihnen leider nicht geben. Also wir haben jetzt eben auf unser Policy Briefing auch mit Michelle Müntefering und auch die Verantwortliche im Auswärtigen Amt vom Gender-Referat und so, die haben sich positiv geäußert. Schauen wir mal.
Da kam gerade noch ein direkter Kommentar dazu, dass es vor 4 Jahren leider kein Praktikant gewesen sei, sondern ein neu eingestellter AA-Beamter, also Auswärtiges Amt. Gut. Kann auch sein. Genau, und da kommt auch gleich eine andere Frage. Ich glaube, das dürfte funktionieren, Jana. Okay, ich habe schlechtes Internet, deswegen hoffe ich, dass ich trotzdem verstanden werde. Es geht um Männer. Sie haben den Heiko Maas erwähnt als Verbündeten und meine Frage wäre, ob Sie auch mit anderen Männern kooperieren, denn meiner Erfahrung nach kommen die gleichen Fakten aus dem Munde eines Mannes gerade bei anderen Männern oft besser an, als wenn sie von sogenannten Feministinnen und frauenbewegten, genderbewegten Frauen gestellt werden. Also, ob Heiko Maas wirklich ein Verbündeter ist, das glaube ich, muss ich noch erweisen. Ich habe ja auf die erstmal riesige verpasste Chance hingewiesen im UN-Sicherheitsrat. Es gibt einen politischen Willen, der aus unserer Sicht ein Möglichkeitsfenster eröffnet. Wir haben auch in dem Policy Briefing auf das Thema Männlichkeit hingewiesen, dahingehend, dass es wichtig ist, zu einer fürsorglichen Männlichkeit zu kommen, um Abstand zu nehmen von einer toxischen Männlichkeit oder militarisierten Männlichkeit. In dem Netzwerk selber tatsächlich sind das vor allem Frauenorganisationen. Oxfam interessiert sich inzwischen für uns. Das ist dann nicht mehr allein Frauen. Und ich würde sagen, wir warten mal ab. Also jeder feministische Geist ist herzlich willkommen. Hat das die Frage geklärt? Ja, danke. Genau, und dann ist auch immer schön, wenn Sie dann wieder das Mikrofon mit ausschalten. Dann haben wir nicht noch Geräusche von mehr verschiedenen Menschen. Danke. Genau, da wird gerade getippt. Da kommt eine Frage von Ute Fink. Sie fragt, vor 4 Jahren hat der Unterausschuss Zivile Krisenprävention eine gewisse Rolle gespielt. Der hat jetzt mit Ottmar von Holz einen Mann als Vorsitzenden. Habt ihr zu ihm Kontakt aufgenommen? Also vielleicht ich persönlich nicht. Ich weiß es auch nicht, ob das andere im Netzwerk getan haben. Das kann aber gut sein. Wie gesagt, wir sind 20, 22 Organisationen, 17 Organisationen haben jetzt das Paper gezeichnet. Also da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen und nicht für das gesamte Netzwerk. Ich sehe, da schreiben auch gerade noch andere Menschen. Vielleicht können wir so lange, bis da die Fragen kommen, würde ich, glaube ich, meine noch kurz dazwischen schieben, weil gerade noch keine da ist. Sie hatten Gerne. vorher von Intersektionalität gesprochen, die in dieser sowohl in der 1325 als auch in der neuen Resolution keinen Platz findet. Gibt es denn da schon internationales Recht oder Resolution, wo man irgendwie anknüpfen könnte, also eine Handhabe, eine rechtliche. Also meines Wissens nicht. Meines Wissens ist das ein Riesendefizit. Diese ganze Frage Frauen, Frieden, Sicherheit auch im Titel der Ursprungsresolution war auch schon vor 20 Jahren sehr umstritten. Warum spricht man von Frauen? Warum spricht man nicht von Gender? Das war natürlich 2000 auch schon sehr präsent. Das war aber so geht die Geschichtsschreibung nicht durchsetzbar, war im UN-Sicherheitsrat nicht durchsetzbar. Ich habe den Eindruck, dass es, also Intersektionalität bedeutet, habe ich ja gesagt, ne, aber ich sage es vielleicht jetzt nochmal einfach, dass man Mehrfachdiskriminierung und Mehrfachzugehörigkeiten wahrnimmt, etwa Behinder, also eben Frauen oder Personen mit Behinderung oder mit offensichtlichen Behinderungen, Frauen mit einem bestimmten Klassenhintergrund, schwarz, People of Color, also dass man eben jetzt nicht die Trennlinie einfach so macht, Mann versus Frau in diesem binären System. Und
Ich habe den Eindruck, diese ganze Debatte und diese Debatten und den Wissensstand, der ja auch längst da ist und etabliert ist, findet wenig Eingang in die Debatten um feministische Außenpolitik oder eben um geschlechtergerechte Außenpolitik, weil da tatsächlich der Struggle eben ist, überhaupt Frauen als vollwertige Menschen in die Diskussion zu bringen. Und ich finde es aber eine wichtige Herausforderung. Wir haben das auch versucht, jetzt in unserem Paper immer auch von Intersektionalität zu sprechen, das reinzuschreiben, das auch auszubuchstabieren, jetzt nicht nur so als Token, sondern immer so das eben hineinzuschreiben. Trotzdem muss man einfach feststellen, auch die Mitstreiterinnen, die Kolleginnen, die jetzt da, die eben lobbyieren, die da auch ganz wichtige Arbeit machen, aber das ist in Bezug auf Klasse, Behinderung, Hautfarbe, also Rassifizierung oder Migrantisierung, alles andere als divers. Es ist knallweiß. Und das ist natürlich ein Riesendefizit. Vielen Dank für die Antwort. Genau, da kam gerade noch eine Frage rein. Ich bin gerade ein wenig überfordert, weil gerade viele Dinge auf einmal passieren. Ja, ich sehe es gerade. Heidi Meinzold ist auch Teil des Netzwerkes, auch urlang, also jahrzehntelange Mitstreiterin. Hi Heidi, was bedeutet sogenannte Feministin? Ich würde sagen, das belassen wir raus. Wir wissen, dass wir das ernst meinen mit dem Feminismus. Und dann ist jetzt nochmal die Evaluierungsmaßnahmen. Kann ich gerne, also zu der fehlenden Evaluierung, das ist eine ganz langjährige Forderung, dass man einfach, also es gibt OECD-Kriterien, es gibt ja auch andere Abkommen, CEDAW, es gibt die Istanbul-Konvention, ne, also wo man einfach sagen kann, im internationalen Recht wurden ja Kriterien festgelegt für Geschlechtergerechtigkeit, für die Überwindung von systematischer sexualisierter Gewalt. Nach welchen Kriterien bemisst eigentlich das Auswärtige Amt ihre Maßnahmen? Was sind die Kriterien für die Vergabe von Geldern? Und die Antwort, die wir bislang immer bekommen haben, wenn wir danach gefragt haben, war, jedes Ministerium hat eben seinen eigenen Kriterienkatalog und wir kommen uns da gegenseitig nicht in die Quere. Das heißt, wir akzeptieren die jeweils unterschiedlichen Evaluierungs- oder Kriterienkataloge und auch die Tatsache, dass das eben nicht, dass diese nicht öffentlich gemacht werden. Und das ist eben einer der Riesenprobleme auch im nationalen Aktionsplan, weil wir immer sagen, naja, also ihr listet uns jetzt diese ganzen Maßnahmen auf. Und auch, wie viel Geld ihr dafür ausgegeben habt, aber wo ist das Monitoring? Also sind denn die Zielsetzungen, die beabsichtigt wurden, sind die erreicht worden? Wenn ja, woran macht ihr das fest? Woran macht ihr fest, dass diese Form von Maßnahme tatsächlich fortgeführt werden sollte oder eben einfach Role Model sein wollte? Weil es gibt, ja, das ist auch immer in dem Netzwerk ganz wichtig, es gibt ja wirklich gute Projekte, es gibt auch sehr gute Außenvertretungen, es gibt engagierte Leute innerhalb des Auswärtigen Amtes und natürlich auch in den Botschaften und in den Konsulaten, also das ist völlig klar, ja, nur die Systematik fehlt. Das ist alles sozusagen, Gender ist eben so ein Hobby für interessierte Frauen. Und was sie dann halt so durchkriegen jeweils, kriegen sie dann eben durch. Aber es gibt keine Systematik. Und wir wissen alle, wenn das ist eben auch Teil der Absurdität, ja. Also wer in einer Institution arbeitet, das wissen Sie, Herr Oberle, das fühle ich auch ich. Ich muss permanent, also selbstverständlich muss ich Rechenschaftsberichte schreiben, muss ich mich Evaluierungen stellen für verausgabte Steuergelder. Ich finde das auch richtig. Das Auswärtige Amt legt die aber nicht offen. Insbesondere nicht offen, wenn es um Gender geht. Und das zeigt eben auch den,
die fehlende Systematik und den also die fehlende Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung. Dankeschön. Da kommt gerade noch eine Frage per Mikrofon rein, genau. Die ist zuerst auf der Liste. Mit Iran? Das ist das? Nee, genau, per Mikrofon kommt da jemand. Achso, Entschuldigung. Ich weiß gerade die Abgrottschwierigkeiten, den Namen auszusprechen. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Genau. Mein Name ist Lina Mutterlei. Guten Abend an alle. Ich hätte nur noch eine etwas andere Frage, auch in Bezug auf die Präsentation. Sie hatten erwähnt, dass die Agenda zum einen pragmatischen Zugang hat und zum anderen einen normativen Zugang. Und ursprünglich war es diese vier Säulen gab, die ja den meisten hier bekannt sein sollten. Und dann quasi später diese Säule, eine normative Säule irgendwie nochmal umbekommen hat. Und meine Frage wäre, wie kam es dazu, dass dem so geschah? Und wäre denn so dieser normative, da ein einheitliches Verständnis? Können Sie da vielleicht etwas zu sagen? Interessieren. Also was uns mitgeteilt wurde, war, dass es von der UN-Sonderbeauftragten für die Resolution wichtig war, insbesondere die Rechte von Überlebenden sexualisierter Gewalt zu stärken. Und dass sie da eben es gab ja vor 20 Jahren die Resolution 1325 und dann gab es Folgeresolutionen. Deswegen spreche ich auch immer von der Agenda. Ja, also es wurde ja weiterentwickelt. Und man war dann der Ansicht, dass es jetzt aber gerade in Bezug auf die Rechte und die Stärkung der Rechte der Überlebenden von sexualisierter Gewalt, es normative Lücken gäbe, zu schließen gäbe. Und man muss sagen, den Entwurf, den wir von der Bundesregierung gesehen haben für das nächste Paper, obwohl wir ja gesagt haben, Leute, darum geht es nicht, es geht um die Umsetzung dessen, was schon da ist. Und ne, aber wir konnten ihn angucken und der Entwurf war gut. Ja, da war nämlich zum Beispiel ein intersektionaler Ansatz, da war ein queerer Ansatz drin, da war das Recht auf Schwangerschaft, also auf Pro-Choice. Ja, ich kann schwanger werden oder ich kann es nicht. Nur die USA, also die politische Einschätzung, ob sie das durchkriegen, da lagen sie halt leider sehr falsch. Und die USA hat eben die Ankündigung, die sie 2017 ja auch öffentlich gemacht haben, dass überall da, wo Gender drin steht, sie ein illiberales Politikverständnis sehen und sie eben jede Maßnahme, die legalen Schwangerschaftsabbruch vorsieht, nicht finanzieren werden, unabhängig vom Kontext. Das hat die Bundesregierung leider unterschätzt. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, danke. Genau, dann könnten wir jetzt zu dieser Iran-Frage kommen. Ob es jetzt eine spezifische Reaktion auf die auf den Crackdown gegen Feministinnen im Iran geht, da bin ich leider überfragt. Da kann ich keine qualifizierte Antwort geben. Es tut mir leid. Und dann können wir auch gerade mit der nächsten Frage im Chat einfach fortfahren. Genau, greift die Frage von Sandra Peters nochmal auf. Können und wenn ja, wie können die Maßnahmen der Resolution bei Staaten, die keine NAPs haben, aber dafür eigene Maßnahmen umgesetzt werden? Oh. In Richtung Kolumbien war noch da angefragt. Auch da bin ich überfragt, wie da also wie da der Mechanismus sein könnte, weil sozusagen der Standardmechanismus ist eben, dass Nationalstaaten von sich aus diesen nationalen Umsetzungsplan, nationalen Aktionsplan vorlegen und weil sie es in aller Regel nicht tun, dann eben die Zivilgesellschaft lobbyieren muss.
was das jetzt im Kontext Kolumbien und dem Friedensabkommen und dem aufgelösten Friedensabkommen und so weiter bedeutet. Es tut mir leid, das kann ich auch nicht beantworten. Vielleicht einfach auch generell, wir arbeiten eben national, also das Gunnar-Werner-Institut insbesondere arbeitet eben im deutschen Kontext und unser Fokus ist eben vor allem auf so, also auf die Komponente, die sozusagen hausgemacht ist, also in den deutschen Ministerien aus unserer Sicht problematisch erscheint. Aber also diese Fachfragen, die natürlich wichtig sind zu Kolumbien und auch zu Iran und sicherlich auch zu vielen anderen Ländern, aber da bin ich leider überfragt. Genau, und die Fragestellerin von gerade eben, die tippt gerade noch. Also ich nehme an, dass es noch mal eine Nachfrage gibt. Nachfrage gibt oder ein Dank oder ähnliches. Genau. Ah, da kommt noch eine andere Frage. Das ist nochmal ein Kommentar zu Herrn Maas, ja. Aber vielleicht, um das nochmal zu sagen, also nein, Herr Maas hat sich jetzt erstmal nicht als verlässlicher Verbündeter erwiesen, wie gesagt. Aber es ist, also ich weiß nicht, ob Sie, ob ich, also ob das so eine Mehrheitsmeinung jetzt ist. Hier ist der Leute, die heute Abend gemeinsam sich der Agenda 1325 widmen, aber vor Heiko Maas gab es überhaupt keine, also es war klar, das ist eine Theaterveranstaltung. Also wirklich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich bin ja jetzt auch schon seit 25 Jahren im Geschäft. Ich habe viele Jahre für die Taz als Journalistin gearbeitet. Also ich würde jetzt sagen, ich habe schon einen gewissen Realitätscheck, aber also einen gewissen, ja. Aber diese komplette Verweigerung, dass Frauen vollwertige Menschen sind, die ist mir so tatsächlich nur im Auswärtigen Amt begegnet. Und mit Heiko Maas hat sich, also ne, wir gehen ja von diesem katastrophalen Ist-Zustand aus, hat sich aber relativ was zum Positiven verändert. Und deswegen, das ist trotzdem nicht, das ist nicht, das ist, ne, aber wenn man sozusagen einen Ansatz verfolgt, zu sagen, wir sind klar in unseren normativen Ansprüchen, aber wir sind gleichzeitig, und damit sehen wir uns eben in der Tradition der Agenda 1325 auch realpolitisch interessiert und versuchen immer nach Möglichkeitsfenstern zu suchen, wann sich etwas realpolitisch auch umsetzen lässt, ohne den normativen Rahmen zu verlassen. Dann muss man sagen, ist es nicht ganz so schlimm wie vorher. Ich habe den Eindruck, dass die Person, die es gerade die Frage gestellt hat, nochmal die Hand gehoben. Möchten Sie darauf einfach direkt reagieren oder? Die Hand Ja, gehoben. mhm. Darf ich? Das, hallo, schon Na. guten Abend. Mein Name ist Shafahi. Ich bin selbst Frauenrechtlerin im Iran. Ich wurde festgenommen im Iran. Ich weiß, was heißt das denn von Frauen kämpfen? Und wie ist das denn, wenn man festgenommen wird in einem diktatorischen Land, wo die Recht von Frauen wird verletzt und das Name Feminist, man darf nicht sich Feminist nennen. Ich habe diese Frage von vielen anderen Leuten. Sie sind nicht die Erste. Und meine beste Freundin, meine Anwältin, ist im Gefängnis. Die Nassensutu, der war Anwältin von alle uns. Sie ist im Gefängnis, weil sie Anwältin von uns war. Ich setze mich jetzt in Deutschland in Freiheit, aber ich habe diese Erwartung, dass wo das immer wieder sagt, wir kämpfen von Menschenrechten. Die Frauenrecht, es ist ein Teil von Menschenrechten. Das bisschen Schritte vorne geht. Nicht nur das über das die
ökonomische Sache denkt man, sondern erst von Menschenrechten denkt. In letzter vier, fünf Wochen wurden im Iran mindestens 7 Menschen unter 18 getötet worden durch ihre Vater, weil sie haben sich verliebt. Wegen islamischer Gesetze. Der Vater geht nicht in Gefängnis. Vater bezahlt ein wenig Geld, dann hat eine freie Hand, freie Fuß und kann die nächste Tochter umbringen. Das Kopf von das zwei von diesen Mädchen wurde komplette Kopf von die Körper geteilt. Das ist eine Fußball, man kann nicht sich vorstellen. Das ist die und das ist genau Beispiel. Es ist ein Beispiel, ist das. Die Frau Ebadi hat auch darüber gesprochen. Die hat die Nobelpreis hat. Sie hat auch darüber gesprochen. Das ist der Punkt. Wir erwarten nur, dass die Außenministerin, dass wenn da sind, nicht nur über diese verdammte Atomkraft reden, sondern von dem Recht von den Menschen reden. Und das ist ein Teil. Wir sind 50% von dieser Gesellschaft und das von die kämpfen wir. Ja, vielleicht kann ich da sagen, also die Schweden ist ja tatsächlich das Land, das überhaupt das Konzept feministische Außenpolitik populär gemacht hat. Und die haben ja auch ein Handbuch rausgegeben, um zu sagen, was sind eigentlich die Kriterien für eine feministische Außenpolitik. Und da war eben genau das, was Sie ansprechen, glaube ich, also von dem, was ich verstehe, was Sie ansprechen, nämlich, dass man keine Geschäfte macht mit Ländern, beziehungsweise eben die den diplomatischen Einfluss nutzt, den außenpolitischen diplomatischen Einfluss nutzt, um gravierende Menschenrechtsverletzungen, wie diejenigen, die Sie gerade beschrieben haben, die ja systematisch an Frauen und Mädchen, nicht nur an Frauen und Mädchen, aber eben auch an Frauen und Mädchen verübt werden, tatsächlich politisch bearbeitet. Und auch davon ist im Auswärtigen Amt zumindest, dringt da nichts nach außen. Und das ist, das kann schon sein, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, da bin ich überhaupt nicht dran, dass es da Initiativen gibt oder dass es da auch eine stille Diplomatie gibt und solche Sachen. Aber das Auswärtige Amt hat nie einen Kriterienkatalog vorgelegt, um zu sagen, so, das sind sozusagen die normativen Prämissen, unter denen wir Partnerschaften aufbauen, beziehungsweise eben reduzieren, beziehungsweise abbrechen. Und das war ja ein Riesenaufschrei, als Schweden eben die Kooperation mit Saudi-Arabien genau wegen der Menschenrechtsverletzung an einer Frau abgebrochen hat. Schweden stand da ja auch international mit dieser Aktion, mit diesem Rückzug, mit der Kritik, wenn ich das richtig sehe, ganz allein oder fast ganz allein. Und die Deutschen haben sich da nicht solidarisch. Ja, ich habe diese Frage, dass direkt Herr Maas auch so wie Herr Steinmeier gestellt. Ich habe über eine Stunde mit Herrn Steinmeier vor 10 Jahren, als unsere Außenminister war, gesprochen darüber. Er hat auch keine direkte Antwort hat mir gegeben. Das ist das die Ökonomie und sie reden die ganze Zeit über die Atomkraft. Das interessiert uns gar nicht, weil wenn Menschen nicht zum Essen haben, wenn sie nicht Freiheit haben zum Gehen, Essen, Schlafen, Normalität, das Atomkraft, das ist uns egal. Wir warten, das kommt kein Krieg. Ich bedanke mich von Antwort auf jeden Fall. Ich danke für Ihre Frage und Ihren Kommentar. Danke. Und Ihre Arbeit. Danke, danke. Genau, wir haben es gerade noch 2 Fragen hier im Chat. Und genau, vielleicht nochmal als Bitte, wenn Sie Ihre Hand auch wieder runternehmen können, dann weiß ich, was noch aktuell ist. Also das können Sie auch dort über den Status eben machen. Genau, einmal kommt die Frage, wie lassen sich die Präventionsziele und WPS-Agenda für die Juli
Also wahrscheinlich die, das ist das, also Sie meinen wahrscheinlich die EU, die Präsidentschaft im EU-Rat, ne? Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich. Nee, es kommt gerade an den Security Council. Security Council, Juli Security Präsident. Ach so, für die. Ach, jetzt letzten Juli. Okay. Also was lässt sich noch retten? Was wir jetzt gefordert haben, auch in dem Policy Paper, war eben, ne, dass die Bundesregierung eine Rechtsauffassung offensiv vertritt, nämlich dass die Vorgängerin, also die vorausgegangenen Resolutionen jetzt eben zu der von der Bundesregierung eingebrachten Resolution 2067 eben, dass die gelten. Ja, also das ist eine Diskussion. Was bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt eine Resolution haben, die eben den Zugang zu Pro-Choice nicht mehr vorsieht? Bedeutet die, also welche aber in allen Vorgängerresolutionen explizit genannt wurden, was bedeutet das? Sind die jetzt damit neutralisiert? Also sieht man das sozusagen in einer Abfolge? Oder sagt man halt, okay, in der Resolution steht es nicht explizit drin, es ist aber trotzdem geltendes Völkerrecht, weil es eben in den Vorgängerresolutionen klar drin steht. Und da haben wir gefordert, dass die Bundesregierung eben offensiv genau diese Rechtsauffassung vertritt. Das wäre eine Möglichkeit, das nochmal zu retten. Und jetzt lese ich gerade nochmal im Chat. Botschafter Heusken wird es mal. Ja, genau. Und die Accountability, das ist ja sozusagen die Strafverfolgung von Tätern, TäterInnen, aber das sind ja zumeist Männer, das nochmal zu vertreten ist gut. Also ist natürlich total wichtig. Auch da muss man halt, glaube ich, immer im Länderkontext gucken, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin jetzt aber auch, musste auch das mit einem Fragezeichen versehen, aber wir haben ja jetzt gerade in Deutschland den ersten großen Kriegsverbrecherprozess in Koblenz im Kontext Syrien. Und da wurde das Thema sexualisierte Gewalt eben nicht als systematisch vom Assad-Regime eingesetzte Gewalt akzeptiert, sondern eben so nur als Einzelfall. Also da scheint mir die Bundesregierung doch auch noch also vorsichtig formuliert unentschieden zu sein. Aber wenn Heusken das jetzt systematischer vertreten will, ist das natürlich gut. Also Sie merken, ich laviere auch so ein bisschen, weil es natürlich auch im Auswärtigen Amt unterschiedliche Kräfte gibt. Es gibt einen großen Clash zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium. Und das muss man halt immer sehen, welche Kräfte sich dann durchsetzen. So. Und da muss man auch, glaube ich, sich an dem Prozess, also muss man einfach gucken, was man von dem Prozess versteht. Muss man mal sehen, aber wichtig ist, glaube ich, dass man tatsächlich Heusken, Herrn Maas, die Verantwortlichen von den Referaten so gut wie möglich beim Wort nimmt und immer wieder nachfragt, wann liefert ihr? Und sich das dann auch anguckt und dann damit Politik macht, wenn sie dann mal liefern, zu sagen, es geht doch, dann liefert ihr es in anderen Bereichen auch. Ich wäre froh, ich könnte ein bisschen radikalere Standpunkte in dem Kontext vertreten, aber scheint mir momentan nicht möglich. Ich sehe da gerade keine direkte Reaktion drauf. Das heißt, wir können noch eine Frage von mir zurückkommen. Da wurde gefragt, das ZIP veranstaltet schon seit Jahren zusammen mit der Zwei Seminare zu WPS, WPS. Hm.
die von einem sehr engagierten Mann maßgeblich geleitet werden. Ich will sagen, es passiert schon ein bisschen was. Das Ziff ist ja eine Tochter des Auswärtigen Amts. Ja. Das ist sicherlich eine, das kann man sicherlich so sehen. Wir haben das Ziff jetzt, also in Bezug auf das Netzwerk, wo wir lobbyieren, war das Ziff mal an unserer Seite, mal nicht so. Das war auch, also kontextabhängig. Und ich meine, klar, also das ist ja gar, also ich weiß nicht, diese Männerfrage oder so, vielleicht kann ich dazu nochmal was sagen. Also ich glaube, dass also diese jetzt von Seiten des Netzwerkes, von meiner Seite, ich kann natürlich nicht für das Netzwerk sprechen, aber nur von meinem Eindruck über das Netzwerk, also dieses, das ist ja, also diese essentialistische Politik, ja, nur Frauen können Feministinnen sein und nur Frauen sind irgendwie die Beste, das ist, glaube ich, da gar nicht präsent und das ist auch überhaupt nicht meine Haltung. Ja, das Problem ist ja eher, dass dieser ganze Bereich feministische Politik, auch feministische Außenpolitik, fast mit keinen Ressourcen ausgestattet ist. Und wir wissen von vielen anderen Studien, dass dort, wo es kein Geld gibt, wo es keine Entlohnung gibt, es auch so gut wie keine Männer gibt. Und zwar nicht, weil die jetzt per se nicht in der Lage wären, progressive Politiken zu verfolgen, sondern weil sie diese Ressourcenfreiheit einfach nicht akzeptieren, auch nicht akzeptieren müssen. Und daraus ergibt sich dann immer wieder so ein Kontext, dass da eben in wahnsinnig schlecht ausgestatteten Bereichen, finanziell schlecht ausgestatteten Bereichen und auch anerkennungsmäßig sehr schlecht ausgestatteten Bereichen, sich eben vor allem Frauen tummeln. Und vielleicht um ein Beispiel zu geben, ist jetzt eher Anekdote ist eine Anekdote, aber das Auswärtige Amt hat einen Peace-Blog aufgelegt, wo es eben genau sozusagen darum geht, nochmal sozusagen Blog-Einträge zu schreiben im Kontext 1325, geschlechtergerechte Außenpolitik. Und wir sind da auch mehr, also wir aus dem Netzwerk sind auch mehrfach angefragt worden, dann haben wir gesagt, ja, ist an sich ganz interessant. Wie sieht es mit Honorar aus? Nö, kein Honorar. Auswärtiges Amt, kein Honorar. Dann haben wir gesagt, machen wir nicht. Schreiben nicht. Ohne Honorar. Oh. Und jetzt haben sie uns ein kleines Taschengeld angeboten. Aber grundsätzlich war es eben so, klar, ich meine, Frauen schreiben halt ihre Expertise in den Blog des Auswärtigen Amtes unentgeltlich. Also ich glaube, diese Männerfrage würde ich gerne ein bisschen politisch und gesellschaftlich kontextualisieren und nicht essentialisieren. Weil das ist kein, wie gesagt, jeder feministische Geist, jede feministische Handlung ist nötig und willkommen. Wir kommen zum Ende, habe ich den Eindruck, oder? Ja, da kommt gerade noch eine Reaktion, dass im PeaceLab-Blog vor allem, also überwiegend Männer schreiben. Aber wir schreiben jetzt nicht mehr unentgeltlich. Okay. Ich sehe momentan noch keine weiteren Fragen. Vielleicht können wir dann einfach hier schon mal den Bogen schließen und vielleicht kommen wir dann einfach bei diesen letzten, bei dem Abschluss noch irgendwie eine Frage auf, die wir auch noch irgendwie beantworten können. Gerne. Genau. Herzlichen Dank, Frau Ines Kappert, dass Sie heute Abend dabei gewesen sind für die spannende Diskussion vor allem, weil es kamen ja auch wirklich verschiedene Positionen zusammen. Genau, und vielleicht nochmal an Sie, die Sie dabei waren. Sie bekommen natürlich auch noch dann die Aufzeichnung, sobald die dann freigegeben ist, zugeschickt und auch mal die Möglichkeit natürlich auch an Sie, Frau Kappert, wenn Sie nochmal irgendwie Literaturhinweise oder
Was haben, Vielleicht was die sie gerne. Oder die PowerPoint-Präsentation PowerPoint. so. Ja, ich liefere das Genau. danach. Tut mir leid. Dann können Sie, nee, alles. Genau, also dann können Sie ja wirklich nochmal gerne auch was weiterschicken, wenn Sie genau nochmal was weitergeben möchten, die Teilnehmenden. Genau. Es kommen gerade keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich euch und Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich möchte Sie nochmal auf die beiden Webinare hinweisen, die in der nächsten Woche noch stattfinden. Und vielleicht möchten Sie ja auch einfach noch zumachen, Frau Kappert. Einfach herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an Sie, Herr Oberle, für das Organisieren und für die Fragen. Einen schönen Abend. Wir lassen uns nicht entmutigen.